Ich habe gerade die großen Tech-Unternehmen angesprochen, was die alles über uns wissen. Jetzt wird in Deutschland diese Corona-Warn-App immer wieder diskutiert. Wie stehen Sie eigentlich dazu? Weil auf der einen Seite, die einen wissen alles und da diskutiert man riesig drüber. Es gibt bei Corona eine ganz große Herausforderung, wenn man künftig einen generellen Lockdown der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft vermeiden will. Und die heißt, die Kontakte schnell auffinden. Und in Wahrheit geht es da nicht um Tage oder um Stunden, oft geht es um Minuten oder Sekunden. Also wenn man wirklich schnell ist, dann hat man eine Chance, sozusagen dieses Virus auch rasch unter Kontrolle zu bringen. Und überall dort, wo dieses Auffinden von Kontakten nicht funktioniert, weil es tagelang dauert, weil man nicht weiß, wer hatte mit wem Kontakt, ist halt die Gefahr groß, dass sich ein Virus ausbreiten kann. Deswegen bin ich da ein bisschen sozusagen mit zwei Seelen in der Brust. Ich verstehe die Sorgen um Datenschutz, um die persönliche Nachverfolgung von Kontakten, alles, was damit zusammenhängt. Niemand, glaube ich, will das wirklich gern von uns, weil es ein Eindringen in die Privatsphäre ist. Aber umgekehrt, wenn es um den Schutz der Gesundheit geht, wenn ich innerhalb von Sekunden wirklich feststellen könnte, wo waren die Kontakte und dort rasch reagieren kann, dann halte ich es eigentlich meine Abwägung für vertretbar. Es ist trotzdem richtig, genau zu diskutieren, wo bringen wir das zum Einsatz und wie funktioniert das wirklich und vor allem auch in welchen Anwendungsformen. Ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass das am Handy eigentlich nicht funktionieren wird, weil die Koppelung mit den Handydaten, glaube ich, niemand wirklich will. Ich glaube, dass man eher ein System finden müsste, wie es jetzt ein Vorarlberger Unternehmen angedacht hat, mit dem Produkt Safety, es sozusagen auch technisch vom Handy zu entkoppeln. Ich glaube, dass es einfacher ist am Ende des Tages. Aber wenn ich mir so vorstelle, der totale Zugriff auf Handy und Handydaten und alles, was dahinter steckt, auch wenn es nur den Anschein erweckt, löst viel Unsicherheit aus. Ich glaube, wenn man es technisch trennen würde, in ein anderes System überführen, wo nur diese eine Anwendung funktionieren kann und dort eben eingeschränkt, anonymisiert und so weiter, dann wäre das ein Weg, den man, glaube ich, gehen sollte. Aber es muss uns klar sein, wenn wir beim Auffinden von Kontakten, bei der Bekämpfung des Virus schnell sind, dann hat man eine Chance, das rasch in den Griff zu kriegen und einen Lockdown zu verhindern. Wenn es über Wochen, Tage geht, dann kann sich ein Virus ungehindert ausbreiten und dann ist das Risiko größer, dass wir eigentlich noch mehr Schaden nehmen.